Honorum ei, qui meritur. Ist nicht an, ne? Doch, das ist an. Oder sei gegrüßt, Magdalena. 4. April 2014. Mein Name ist Ray. Ich habe Jura studiert und bin 31 Jahre alt. Derzeit bin ich undercover unterwegs. Täglich und zu unterschiedlichen Tageszeiten befinde ich mich auf der Wiese vor den Tegerlichtspielen, also auf dem Terrain zwischen Steingrube, Teichstraße und Theaterstraße, die früher Marienstraße hieß. Hier sitze ich, sinniere, fasse die Bäume an, ja umarme sie sogar und stelle mir vor, wie das alles zwischen 1873 und 1907 ausgesehen hat. Und ich suche sie, diese Frau, diese Magdalena Knaup, geborene Ohlendorf. Am 23. März 1848 wurde sie in Bethmar geboren. Manchmal glaube ich, ihre Krinoline rascheln zu hören. Es riecht nach Lavendel, ich spüre einen Luftzug und meine, ihr nahe zu sein. Die Bäume und auch die Erde tragen noch Spuren. Ja, ich spüre sogar, dass die hinterste Kastanie diejenige war, an der Malvine ihren ersten Kuss bekam. 1873. Im Jahre 1873 eröffnet an der Steingrube Ecke Teichstraße das Knaupsche Etablissement. Ein Jahr zuvor, am 13. Januar 1872, den kältesten Januar seit langem, hat Magdalena Knaup Zwillinge geboren. Unverhofft. Plötzlich sind da zwei Kinder und dann auch noch zwei Mädchen. Kein fließend Warmwasser, keine wohltemperierten Räume, Windeln und Luren trocknen kaum. Magdalena ist jetzt 25, hat bereits drei Kinder und steht jeden Tag in der Küche des Etablissements. Dem Restaurant mit Garten, das in Hildesheim große Popularität genießt, ist ein heizbarer Theatersaal angefügt. Hier wechseln sich Sensationsdarstellungen ab mit ernsthaften Theateraufführungen. Und der Garten bietet Raum für so aufregende Dinge wie Ballonaufstiege und große Feiern. Im Sommer stehen hier Tische und Stühle, bis zum späten Abend wird serviert. Im Haus ist ein großes Lokal in feinster Ausstattung mit verschiedenen Eingängen von der Marienstraße, Teichstraße und vom Garten her. An schönen Sommerabenden und am Wochenende gibt es hier Konzerte, die bei der Bevölkerung sehr beliebt sind. Man sitzt im Gartenlokal oder flaniert die Marienstraße auf und ab, um zu sehen und gesehen zu werden. Gar manche schicksalshafte Begegnung nimmt hier ihren Anfang. Die gute Seele von alledem ist Magdalena Knaup. Magdalena, die nicht nur kocht und bäckt, sondern die sich auch nach guter Sitte die Nöte ihrer Gäste anhört. Eng in einen niedergeschnürt, mit Reifrock und Unterhosen unten offen. So gebietet es die Mode anno dazumal. In der Gaststätte, die das Unternehmen mehr oder weniger trägt, unterhält die 1863 gegründete Vereinigung Königlich-Hannoverscher Juristen ihren Stammtisch, sich selbst als Knaupsche Tischgesellschaft bezeichnend. Hier treffen sich Referendare und Junggesellen zum Mittag. Die jungen Referendare sind natürlich ledig. Sie können gar nicht heiraten, da sie von Vaterstaat keinen Pfennig bekommen. Jeder Referendar, der sich zur Knaupschen bekennt, wird in das Goldene Buch eingetragen. Magdalena Knaup, hier nur Tante Knaup genannt, hat strenge Tischsitten. Keiner darf den Löffel in die Suppe tauchen, bevor der Präsident nicht gesegnete Mahlzeit gesagt hat. Für ihre Juristen hat Tante Knaup eigene Tischwäsche und eigenes wertvolles Silber. Zwei Feste gibt es im Jahr, das Stiftungsfest und das Weihnachtsfest.
Beim Stiftungsfest wird das berühmte Hoppelpoppel serviert. Ein Bauernfrühstück mit Schinken, Bratkartoffeln, Gurken und scharfer Bratensoße. Der Präsident erklärt dazu ususgemäß Silentium, wir essen heute Hoppelpoppel. Gesegnete Mahlzeit. Die Knaupsche Tischgesellschaft gibt es noch heute. Die Weihnachtsfeier findet jetzt im Knochenhauer Amtshaus statt. Ein Referendar oder eine Referendarin halten die Tischrede. Die zu diesem Anlass erscheinende Knaupsche Weihnachtszeitung wird der Kommission buchstäblich aus den Händen gerissen. Es ist ein Genuss, darin zu lesen. Die Blätter sind reich bebildert mit oft sehr treffenden Karikaturen. Man nimmt sich gegenseitig auf den Arm. Zum Abschluss, nicht selten gegen Mitternacht oder später, unterhalten sich Müller und Schulze im Jargon des Pottes über Aktuelles in Politik und Justiz. In der Weihnachtszeitung heißt es am Ende eines Gedichtes, geht selbst der Erdenball zu Staub, es lebe ewig Tante Knaup. Tante Knaup wird am 20. Mai 1894 Witwe. Da ist sie gerade einmal 48. Von nun an wirtschaftet sie selbst, ist für alles allein verantwortlich. Nach wie vor muss sie die Referendare bekochen, bekommt sie immer alle satt und sorgt auch für die Ärmsten der Armen, indem sie Reste austeilt. Natürlich gebietet sie in der Küche inzwischen übereifrige Mithelfer. Doch sie ist für alles verantwortlich, überprüft die Angebote, den Spielplan des Theaters und ordert hier und da. Trotzdem findet sie immer noch Zeit, sich ihren Gästen zu widmen, sich zu ihnen an den Tisch zu setzen. Oft sitzen im Garten die weniger theaterbegeisterten Ehemänner beim Wein oder Bier, während ihre ergriffenen Ehehälften im Theater Tränen der Rührung vergießen über Madame Butterflys tragischen Tod. So auch ein stadtbekannter Anwalt, der hier heute auf seine Frau wartet und auf Malvine, die Waise, die sie zu sich genommen haben. Malvine ist 16 und kommt aus Oberschlesien. Sie ist das Patenkind seiner Frau und soll nun bei ihnen leben und in die Gesellschaft eingeführt werden. Natürlich soll sie auch etwas lernen und vor allen Dingen diesen elenden Dialekt, diese oberschlesische Mundart ablegen. Das ist vorrangig, denn das Hannöversche hört sich besser an. Tante Knaup hat dazu sofort einen Vorschlag. Das Kind muss unter die Leute, damit es nicht schwermütig wird, nicht der Melancholie verfällt. Sie könnte bei mir viel lernen. Ich werde mich ihrer annehmen. Das alles erscheint dem Anwalt, der den Plan danach mit seiner Frau bespricht, plausibel. Und so geschieht es, dass Malvine, das schlesische Waisenkind, unter die Obhut der Magdalena Knaup gelangt. Tante Knaup, inzwischen 52, sieht in Malvine das Enkelkind, das sie sich immer gewünscht hat. Malvine trägt stets ein schwarzes langes Kleid mit weißer Schürze, jedoch keine Haube. Das ist zwar nicht ganz passend, doch als Bedienung kommt sie ohnehin nicht in Frage. Wichtig ist erst einmal, sie auf andere Gedanken zu bringen, sie das Hannöversche Deutsch zu lehren und so einiges mehr. Tante Knaup geht mit ihr hinüber in den Theatersaal und zeigt ihr, wie man abstaubt. Das tut man zu dieser Zeit mit einem großen Wedel, der mit Straußenfedern bestückt ist. Im Hintergrund des Saals erhebt sich eine breite Theke und dahinter eine hölzerne, reich verzierte Wandverkleidung. Malvine hat Freude an der Arbeit. Beim Abstauben kann sie ihren Gedanken nachhängen, an die Heimat denken und die kostbaren Schnitzereien mit dem Wedel behutsam streicheln. Und es riecht so schön hier, nach Theater. So jedenfalls nennt sie diesen Geruch. Schminke und Kampfer und billiges Parfüm und Staub.
Während Malvine versonnen mit dem Wedel hantiert, geht plötzlich die Tür auf und ein junger Mann kommt herein. Ich habe gestern Abend mein Monokel hier vergessen, stammelt er, überrascht, hier ein junges Mädchen vorzufinden. Malvine, ebenfalls erschrocken, starrt ihn an. Ein coup de foudre für beide. Er geht sofort wieder hinaus, schließt die Tür und Malvine nimmt sich den nächstbesten Stuhl, um sich hinzusetzen. Was war das denn? So etwas hat sie ja noch nie erlebt. Und vor allen Dingen, wer war das? Das war der Referendar Fritz Wilhelm aus Stade, verrät ihr Tante Knaub später, als sie sich ihr anvertraut. Der Referendar will Malvine unbedingt wiedersehen. Und so wagt er es zwei Tage später, noch einmal den Theatersaal zu betreten. Wieder fragt er nach dem Monokel. Doch Malvine kann einfach nicht antworten. Sie ist fassungslos, läuft rot an und lächelt seraphinisch. In der Tischgesellschaft hat es sich bereits herumgesprochen, dass da nun ein junges Mädchen aus gutem Hause der Knaub unterstellt ist. Eine Waise aus Oberschlesien, die bei ihrer Patentante logiert. Diese pflegt Malvine abends abzuholen, denn ein junges Mädchen gehört nicht allein auf die Straße. Auch heute holt die Patentante Malvine ab und genau heute lauert Fritz Wilhelm hinter einem Baum. Warum? Nun, er will Malvine sehen, sie nur sehen, ihr in die Augen blicken und nach Möglichkeit ein Lächeln von ihr ergattern. Das ist alles und damit ist er glücklich. Doch Malvine läuft bei diesen Blicken eine Röte über den gesamten Körper, die ihr schier den Verstand zu rauben scheint. Sie kann nur noch lächeln, lächeln und wieder lächeln. So geht das Frühjahr ins Land. Tante Knaub hat Mitleid. Sie sieht, wie die beiden jungen Leute sich nacheinander verzehren und Gefallen aneinander haben. Deshalb bietet sie schließlich an, mit ihnen spazieren zu gehen. Man will sich in der Sedanallee treffen und dann ein Stück auf den Galgenberg gehen. Es ist soweit. Tante Knaub verlässt mit Malvine das Haus. Fritz Wilhelm wartet am Eingang Sedanallee. Tante Knaub geht in der Mitte als Anstandsfrau und genießt das sichtlich. Doch als die drei aus der Stadt herauskommen, mimt Tante Knaub Kurzatmigkeit und bleibt drei Schritte zurück. Natürlich lässt sie die beiden nicht aus den Augen, achtet genau darauf, dass ihre Hände sich nicht berühren, der Abstand zwischen ihnen breit genug bleibt. Der Spaziergang wiederholt sich zweimal. Friedrich Wilhelm, der abends keinen Schlaf finden kann, denkt, während er sich im Bett wälzt, immer an diese Eifersuchtstat, in der Dr. Grimme als Sachverständiger geladen ist. Er hat seine Ausführungen mit den Worten begonnen: Herr Präsident, die Liebe ist eine Krankheit. Der Vorsitzende glaubt nicht richtig zu hören und sagte: Herr Dr. Grimme, wir wissen, oder besser, wir glauben zu wissen, was die Liebe ist. Wollen Sie bitte zur Sache kommen? Nein, erwiderte Dr. Grimme, ich muss Ihnen das einfach sagen, Herr Vorsitzender, die Liebe ist eine Krankheit. Und nun hat er, Friedrich Wilhelm, diese Krankheit selbst. Er fühlt sich erbärmlich. Als es Herbst wird, ergibt es sich einmal, dass die Patentante sich verspätet. Malvine steht hinter der Kastanie in Richtung Steingrube und wartet. Da huscht plötzlich Friedrich Wilhelm hervor und gibt ihr einen Kuss. Die Hände hat er dabei auf dem Rücken. Er berührt sie nur kurz mit den Lippen und läuft dann vor Schreck schnell davon. Malvine beichtet es am nächsten Tag Tante Knaub. Sie weiß, dass da etwas passiert ist, das nicht hätte passieren sollen. Auch Tante Knaub hält den Annäherungsversuch für unzüchtig und sucht den Juristen auf, bei dem Malvine lebt und dessen Kanzlei sich großen Zuspruchs erfreut. Sie lässt sich einen Termin geben
und betritt mit Hut und Handschuhen entschlossenen Schrittes die Kanzlei. Was darauf folgt, ist nicht belegt. Doch findet die Hochzeit zwischen Malvine und Fritz Wilhelm noch vor Weihnachten statt. Man zieht in zwei Dachkammern in der Gartenstraße. Malvine ist nun 17 und spricht etwas Hannöversch. Sie hat den Flohwalzer erlernt, lächelt nach wie vor seraphinisch und liebt ihren Mann abgöttisch. 1907 verkauft die Wittfrau Magdalena Knaup das Etablissement an der Steingrube 39 und das Privatwohnhaus Teichstraße 20 an die Stadttheater Hildesheim AG. Ab 19. Oktober 1907 wohnt sie im Bergsteinweg 20. 12 Jahre später zieht sie in den Bergsteinweg 58, wo sie mit 80 Jahren stirbt. 10. April 2014. Mein Name ist immer noch Ray. Mein Undercover-Auftrag ist abgeschlossen. Ich sehe, Hildesheim ist eine aufstrebende, dem Tourismus aufgeschlossene Studentenstadt. Viel darüber wird diskutiert, wie die Stadt noch attraktiver werden kann, welche Projekte hier gefördert werden sollten. Ich finde, die Jakobikirche braucht keinen neuen Kirchturm. Der würde weder Touristen anziehen, noch Studenten begeistern. Was Hildesheim braucht, ist ein Ort, einen festen Platz, an dem die Studenten ihr Examen feiern können. So wie das berühmte Gänseliesel in Göttingen. Tante Knaup, lebensgroß, mit Kochlöffel in der Hand, würde sich dazu hervorragend eignen, denke ich. Möglichst auf einem Podest sollte sie stehen, damit man Sektgläser abstellen kann und Blumen niederlegen, wie das bei Feiern so üblich ist. Mitten auf der Wiese, vor dem Teger Lichtspielhaus. Und wer weiß, vielleicht kommt durch Mundpropaganda ja auch noch die Kastanie ins Spiel. Meine Firma schickt mich jetzt nach Lüneburg, da werde ich ebenfalls undercover unterwegs sein, jedoch unter dem Namen Brian. Also ich möchte gleich im Vorfeld sagen, dass ich vor 70 Jahren nicht in Hildesheim war. Aber wir haben 5 Kilometer vor Dresden gelegen mit unserem Trek am 13. Februar. Und da habe ich das alles miterlebt. Also ich weiß, wovon ich rede. Und es ist eigentlich auch mehr ein Bericht als eine Geschichte. Die Zerstörung Hildesheims. Die Luftangriffe auf Hildesheim in den letzten 10 Monaten des Zweiten Weltkrieges zerstörten die Stadt Hildesheim zu großen Teilen. In der Zeit von Juli 1944 bis März 1945 war Hildesheim 7-mal Ziel von Bombenangriffen. Beim letzten und schwersten Angriff, der in der Mittagszeit des 22. März 1945 dem Zentrum und der Altstadt galt, kamen 824 Menschen ums Leben. Insgesamt gab es in Hildesheim 1511 Opfer. Eine andere Quelle gibt eine Zahl von 1736 an. Am Ende des Krieges waren 34.000 Einwohner in unserer Stadt obdachlos. Meine Tante Maria, die ich aber erst 1952 kennenlernte, erzählte mir, dass der 22. März 1945 ein so schöner Tag gewesen sei. Die Sonne habe geschienen, es sei fast wie im Sommer gewesen und deshalb nahm sie nach dem Alarm ihr Fahrrad und fuhr in Richtung Goslar davon. Das hat ihr das Leben gerettet. Sie war die einzige Überlebende zweier Hildesheimer Familien. Mein Mann, den ich 1952 heiratete, war im März 1945 eingezogen und bei der Luftwaffe stationiert. Er bekam 3 Tage Fronturlaub, um die Leichen seiner Familie zu identifizieren. Die Familie wohnte damals in der Almstraße 10, direkt gegenüber der Jakobikirche. Die Innenstadt war total zerstört,
Die ganze Almstraße war ein Trümmerfeld. Die Großmutter meines Mannes suchte bei jedem Angriff die Andreaskirche auf, weil man der Meinung war, dass das untere Gewölbe ein sicherer Ort sei. Das Gewölbe hielt auch stand, doch es wurden Phosphorbomben geworfen, die zur Folge hatten, dass die Menschen schrumpften und die Leichen alle in etwa nur noch einen Meter groß waren. Die dort und auch woanders aufgefundenen Körper wurden auf dem Marktplatz abgelegt und da suchte mein Mann, der damals 28 Jahre alt war, seine Familie. Die Oma konnte er nur erkennen, weil diese immer hohe Schnürstiefel trug und diese Schuhe hatte nur eine Leiche. Nach diesen 3 Tagen musste er zurück an die Front. Am 22. März gegen 13.30 Uhr findet immer auf dem Nordfriedhof eine Gedenkstunde statt. Da bin ich jedes Mal dabei, meistens schon vor der Zeit. Und so habe ich Menschen kennengelernt, die sehr ergriffen waren, weil sie den Angriff miterlebt hatten. Ein Mann erzählte mir, dass er, damals 8 Jahre alt, mit seiner Mutter und seiner Schwester, 4 Jahre alt, auf einer Bank am Gallberg gesessen habe. Wie gesagt, es herrschte Kaiserwetter und dann kamen sie, die Flugzeuge, nein, die Bomber, und warfen ihre gefährlichen Waffen ab. Die Mutter rief entsetzt, das darf nicht wahr sein, und barg die Gesichter ihrer Kinder in ihrem Schoß. Die ganze Stadt brannte, dann war Stille. Hier oben hörte man nichts. Jetzt liefen dem Mann die Tränen über das Gesicht, aber er erzählte weiter. Die Mutter machte sich mit den beiden Kindern in Richtung Sorsum auf den Weg, also weg vom Feuer. Dort hätte man die erste Nacht im Klostergut verbracht. Am Morgen brannte Hildesheim noch immer. Nun fingen die Glocken Hildesheims an zu läuten, er verstummte und wir lauschten, und auch ich hatte Gänsehaut. In einem anderen Jahr erzählte mir eine Frau, die den Angriff irgendwo am Kahlenberger Graben überstanden hatte, dass sie unmittelbar danach in die Segernstraße gehen wollte, um nach ihrer Mutter zu schauen. Auch sie war sehr erregt, manchen Satz konnte sie nicht beenden. Es sprudelte aus ihr heraus. In der Goschenstraße muss es, womöglich in einem Hinterhof, einen Pferdestall gegeben haben. Bei Alarm wurden diese Pferde in die Sedernallee gebracht und jeweils an einer Plantane angebunden. Die vielen Einschläge, der Brandgeruch und das immer mehr um sich greifende Feuer hatten die Pferde so irritiert, dass sie an den Stricken rissen und sich befreien konnten. Sie galoppierten unkontrolliert mit Schaum vor dem Mund durch die Goschenstraße und hätten diese Frau, die sich dort auf dem Weg zur Sedernallee befand, beinahe zu Tode getrampelt. Das ist nun schon 70 Jahre her. Aber wenn am 22. März wieder die Glocken läuten, sehe ich alles vor mir, das ganze Inferno. Ganz persönlich möchte ich Ihnen noch raten, die Ausstellung im Stammelbachspeicher anzusehen. Da ist im Keller eine Ausstellung von Roland Bauer, also das ist es schon, was, wenn man da durchgeht, dann weiß man, fühlt man das so ein bisschen für diejenigen, die später geboren sind. Ja, danke schön.